Na, habt ihr mich schon vermisst? Nein? Ha, soll mir auch egal sein. Ich heiße euch nämlich herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Formats Zeig mir Möhr, bei dem ich immer einfach mal so ein Stündchen oder eine halbe Stunde ein Spiel anspiele, was ich vorher noch nie gespielt habe. Ich habe dieses Format deshalb reaktiviert, weil ich jetzt nach dem Verlust meiner alten Festplatte nicht mehr mit Fraps aufnehme, sondern mit Dextry sowie ein anderes Schnittprogramm habe, mit dem ich mich erstmal ein bisschen warm spielen muss. Und dementsprechend habe ich mir einfach mal bei Steam mit dem Guthaben, was ich noch habe, Obscure gekauft, ein Horrorspiel. Und habe mir gedacht, warum nicht, nimmst du das einfach mal auf? Du hast es vorher noch nie gespielt, noch nie was gesehen. Ich habe den Test damals in der GameStar vor 10 Jahren, lass es 10 Jahren sein, gelesen. Dementsprechend ist mein Wissen über dieses Spiel so begrenzt wie wahrscheinlich euer Wissen von Tontechnik, was ja an sich nichts Schlechtes ist. So, in diesem Sinne, starten wir doch einfach mal rein, schauen wir, was passiert. Ich habe null Ahnung. Ich habe auch lange nichts mehr aufgenommen, verzeiht mir jedwege Unzulänglichkeiten. Ich gebe mein Bestes. Neues Spiel. Wir nehmen einfach mal normal, keine Ahnung. Oh yeah! Cool, ey, Campusleben, ne? Fühle ich mich ja geil wie zu Hause. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich die Musik jetzt gerade einfach laufen lassen soll und kommentiert, deswegen rede ich mal drüber. Weil ihr wisst das ja, in Deutschland ist die GEMA nun mal eine ziemliche Schlampe. Und auch wenn es natürlich toll ist, jetzt die Musik zu hören, während Kenny hier seinen Basketball einlocht, routiniert und ansehnlich und Josh das Ganze betrachtet mit seiner Videokamera. Drehen bestimmt einen super Videoclip einfach. Der gute Stan. Was? Kenny und Stan? Wo sind wir? Bei South Park? Oder? Keine Ahnung. Shannon. Die guckt natürlich zu. Wahrscheinlich dem Schwarm, dem guten Kenny. Yeah! Das für dich, hey Josh, Baby! Du störst. Aber ich muss meinen Zeitungsartikel über das Basketballteam fertigstellen. Hey Kenny, bleib cool, Alter. Lass ihn doch. Los, gehen wir duschen. Oh! Los, geh mal duschen, Kenny! Weißt du, wie spät es ist? Du wolltest doch heute früher nach Hause kommen. Das habe ich Mom und Dad gesagt, nicht dir. Es ist immer dasselbe mit dir. Ich weiß, wieso du nicht nach Hause willst. Wow, die Untertitel sind viel zu Kenny. Spät. Da sind Mom und Dad einmal nicht da und du glaubst, ich würde zu Hause schlafen. Warte, Shannon, ich gehe mit dir. Nein, ist schon okay. Geh ruhig. Wir ziehen los, Kenny. Bleibst du noch hier? Ja, ich werf noch ein paar Körbe. Na gut, wie du willst. Bis später. Yeah, Kenny ist halt ein badass Motherfucker, der nichts Besseres hat im Leben, als in seiner Jeanshose ein paar Körbe zu werfen. Wow, was? Okay, kann ich... Oh, ich kann mich bewegen. Als allererstes möchte ich aber erstmal die Untertitel wieder ausmachen, weil, ja, ne? Die waren so on point wie mein Kommentar gerade. Und der Basketball ruckelt ein bisschen vor sich hin. Ja, die Grafik ist, wie ihr euch denken könnt, vielleicht etwas veraltet. Leicht. Es sieht allerdings auf 1080p, in der Auflösung spiele ich das hier gerade, gar nicht so schlecht aus. Ist natürlich trotzdem keine 16:9 Auflösung. Aber damit werde ich schon leben können. Ist übrigens bei Steam neu rausgekommen. Neu im Sinne von, die Version ist jetzt quasi etwas modernisiert worden, ganz leicht, damit es überhaupt auf modernen Rechnern läuft. Mit ein paar Feingriffen. Und ist dann jetzt nochmal neu angeboten worden. Ich habe mir das einfach mal mit einem Steam-Guthaben zugelegt, das ich noch hatte. Und mal schauen. Ja, der gute Kenny wollte jetzt hier noch Basketball spielen. Kann ich irgendwie den Ball in die Hand nehmen oder kann ich den nur durch die Gegend treten? Ja. Wo ist er hin? Ja. Wir haben den Basketball aus dem Leben getreten. Und irgendwie macht es hier sehr bizarre Geräusche. Und die Lichtstimmung hat sich verändert. Ja, wie ihr wisst, ist das hier ein Horrorspiel. Soll zumindest eines sein. Wie weit das noch Horror für mich sein wird, werden wir am besten gemeinsam herausfinden. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Und ich verspreche euch hiermit schon mal heilig, da müsst ihr keine Sorgen haben. Ich werde mich nicht künstlich erschrecken. Werdet also keinen retarded PewDiePie-Moment erleben, wo ich dann einfach rumschreie wie ein abgestochenes Schwein, total gekünstelt, weil ich gerade da versuche, euch zu unterhalten. Wenn ich mich erschrecke, dann erschrecke ich mich halt. Mein Handy klingelt. Kann ich irgendwie drangehen? Ich habe keine Ahnung von der Steuerung, wohlgemerkt, ne? Ihr wisst Bescheid. Vielleicht ist es auch einfach verdammt, ein Telefon da unten. Das ist bestimmt Ashley. Ich hätte Ashley mein Handy ausschalten sollen. Wo ist denn dein Handy? Kenny, wo ist dein Handy? Der Schöne an seinem Namen ist ja einfach,
dass wenn er stirbt, kann ich tatsächlich South Park lustig rumschreien, sie haben Kenny getötet, die Schweine. Das ist doch schön. Shark vs. Tigers, irgendwo hier. Hier ist, glaube ich, die Frauenumkleide, ne? Da will ich ja gern schon mal reingucken, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so angesagt. Ja, hier, wo ist denn irgendwas von dir, Kenny? Kann ich durch die Tür wenigstens gehen? Habe ich irgendwie hier ein Symbole oder so? Wo ist denn dein bekacktes Handy? Kenny, du machst mich verrückt, aber auch. Also man bekommt von dem Spiel sehr wenig Input. Das muss ich ja einfach mal so dem Spiel lassen. Das ist ja fast noch schlimmer in DayZ, wie in DayZ, was ich derzeit spiele. Da bekommt man auch nicht wirklich irgendeine Form von Feedback, was man gerade tut. Allerdings war ich das gewöhnt. Ja. Ach, sieh an, mit E kann ich anscheinend interagieren. Das ist doch schon mal ganz nett. Zumindest kann ich mir Sachen anzeigen lassen am Bildschirmrand. Dann probieren wir doch mal planlos die Tasten einfach mal aus. Wenn ihr euch wahrscheinlich drüber moniert, dass ich mich hier so dumm anstelle. Okay, mit Leertaste können wir rennen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Können wir jetzt mit E hier irgendwie an sein Handy ran? Oder wenigstens durch die Tür. Wo ist denn sein Handy? Ich sehe das hier auch überhaupt nicht. Gut, dann probieren wir mal die Tasten weiter. So, STG, Shift macht einfach alles nix. B, N, M, etc. Hier können wir laufen mit WASD. Das ist ja relativ standardtypisch. Q können wir... Q und E können wir links und rechts wechseln. Soweit, so gut. Was uns das jetzt bringt und inwiefern das irgendeinen Nutzen hat, das kann ich euch leider derzeit noch nicht sagen. Ja, mehr haben wir im Moment auch nicht wirklich zur Auswahl. Ich kann sonst nicht hier wirklich was machen. Na? Ich glaube, das schreit förmlich nach einem Jump Cut. So, ich habe tatsächlich nicht herausgefunden, wie es geht. Ich habe mich nur eben gerade mal in die Steuerung eingelesen im Hauptmenü und habe quasi jetzt einfach eine grobe Ahnung. Mit Leertaste können wir unsere besondere Gabung angeblich benutzen. Die scheint bei Kenny laufen zu sein. Q ist das Item-Menü und E ist das Waffenmenü, wovon wir nichts haben. Und interagieren soll Enter sein. Ah, wunderbar. Gut, dann können wir weitergehen. Da hätte ich übrigens auch drauf kommen können, aber manchmal ist das Leben hart. Was zur Hölle ist das für ein creepiges Poster da hinten? Wer hängt denn bitte schön sowas einfach mal in der Umkleidekabine auf? Nicht besonders sauber, ja? Hier sieht es auch wirklich nicht so besonders sauber aus. Lieber Kenny, da gebe ich dir recht. Oh Gott, dieses Handy hat aber einen ekelhaften Klingelton. Hallo? Kenny, du wolltest anrufen oder hast du unser Date vergessen? Ashley, nein. Du solltest mich besser kennen. Ich bin gerade mit dem Training fertig. Muss noch kurz duschen. Dann bin ich bei dir. Gut. Ein Langfinger. Und sei diesmal pünktlich. Bis später, Baby. Okay, dann bis gleich. Hey, was? Wo ist meine Tasche? Frauen bringen immer nur Ärger. Kenny, dein Körper sieht nicht so wohl geformt aus, muss ich einfach mal sagen. Du hast ein sehr, sehr bizarres Körperverhältnis. Aber das soll mir auch erstmal egal sein. Der Spielbericht über unser letztes Spiel, das ist doch sehr schön. Ist gut zu wissen. Kann ich hier reingucken? Ich kann es sehr chaotisch umkloppen. Die Kamera ist auch sehr fummelig, aber da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen. Komfortfunktionen wie heute... Gab es damals eben noch nicht zuhauf, liebe Kinder. Später gehe ich duschen. Das war aber sehr unangenehm übersetzt. Ist aber auch ziemlich egal, weil ich wollte sowieso nicht duschen. Beim Anblick möchte ich das lieber nicht berühren. Das ist sehr weise. Wieso ist ja eigentlich scheißegal, wie generell diese Dusche hier aussieht? Wir leben doch im Moment noch in dem Glauben, dass hier alles normal ist in der Schule, oder nicht? Aber was sind das denn für Zustände? Wo lebst du denn, Kenny, ey? Vielleicht sollten wir uns an die Arbeit machen und das alles putzen. Ja, dazu gibt es normalerweise einen Hausmeister. Keine Zeit zum Kennen. Nee, du musst deine Haare jetzt auch nicht unbedingt kennen. Gibt Wichtigeres. Gehen wir erstmal wieder raus. In Richtung des ominösen Mannes, der unsere Tasche geklaut hat. Der anscheinend durch die Haupttür rausgegangen ist. Ja, da ist der Kenny ziemlich angepisst. Verständlicherweise. Drücken Sie die Leertaste, um spezielle Kräfte zu nutzen. Ja, ja. Tue ich. Aber es passiert nichts. Liebes Spiel. Sehr interessant, dass du mir das so sagst. Aber vielleicht möchtest du auch von mir, dass ich renne. Machen wir das doch mal. Wir rennen hier ganz dramatisch hinterher. Die Soundkulisse des Spiels ist jedes Mal aufs Neue etwas verwirrend. Ich werde immer gerne von Männern angestöhnt. So, hier.
sind wir also auf dem Außenhof. Da liegt irgendwas rum. Kann ich nicht mit interagieren. Wenigstens wechselt die Perspektive jetzt hier. Wir sind auf dem Campus. So weit, so gut. Da liegt doch offensichtlich was rum. Nein, nur ein Stück Papier. Hier sollte ich mich über keinen Unrat auf dem Boden wundern. Das scheint hier alles ganz normal zu sein. Gymnasium. So, so. Das wurde wahrscheinlich aber ziemlich schlecht übersetzt. Ja, Gymnasium. Sporthalle. Das sind die letzten Ergebnisse unserer Sportmannschaft. Komme ich hier rein? Nein, die Tür scheint scheinbar abgeschlossen zu sein. Ich mache das, was ich immer in Spielen tue. Und laufe erstmal entgegengesetzt der Richtung, die das Spiel mir vorschreibt. Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss versperrt. Sag mal, wie spät ist es denn? Schülerwohnheim. Warum ist das Schülerwohnheim mit einem Schloss verriegelt? Was zur Hölle? Die Tür ist blockiert. Ich kann sie nicht öffnen. Ich hätte übrigens kein Eis essen sollen vor dieser Aufnahme. Dann würde ich mir dieses peinliche Aufgestoße auch ersparen. Aber ich glaube, es ist so leise, dass sie das nicht hört. Zur Not kann ich das ja jetzt... bei Dextry, da es die Spuren getrennt aufnimmt, runterregeln. Das ist doch sehr schön. Ich höre hier ein leises Knistern in den Bäumen. Der werte Herr Spanner scheint mir immer noch ganz wohlgesonnen zu sein. Gehen wir einfach mal raus, durch die rostige Tür, mach auch keine Geräusche oder so. Und auf einmal sind wir hier und... Ich wusste nicht, dass hinter dieser Stahltür ein Garten ist. Ich auch nicht, lieber Kenny. Aber richtig Garten möchte ich das nicht nennen, weil diese Atmosphäre... Okay, ich habe jemand gehört. Es ist zu dunkel, ich sehe nichts. Erinnert mich nicht wirklich an einen Garten. Ich möchte auch wirklich ungern in den Keller da, deswegen gehe ich erstmal wieder zurück. Und schau mal, was sich dort befindet. Komme ich hier rein? Die Tür ist verschlossen, nein. Ja, da ist jetzt eben gerade wieder ein Fenster zugegangen, aber das könnte auch einfach der Wind gewesen sein, ja. Diese Dinge scheinen giftig zu sein, ja? Ich weiß ja nicht, die Holzlatte sieht nicht so aus, als wäre sie giftig. Das Spiel ist übrigens bis jetzt sehr linear, aber wir spielen ja noch nicht mal irgendwie 20 Minuten, glaube ich. Insofern sollte mir das ziemlich egal sein. Gehen wir einfach... Oh, was liegt da? Anscheinend nichts. Gehen wir in den Keller! Ich gehe gerne in den Keller. Da ist zumindest mal eine Menge Unrat, wie sonst auch immer in diesem Spiel. Und... mit dem Klebeband kannst du zwei Waffen miteinander verbinden. Eine Pistole mit einer Nagelkeule. Das wäre meine Waffe. Und da haben wir, glaube ich, noch eine Taschenlampe, die ich gerne mitnehmen will. Ja, und die war auch ein Schlüsselpunkt. Sag mal, Kenny, möchtest du nicht lieber zu deiner Freundin? Ich weiß ja nicht, was du in deiner Tasche hattest, aber lohnt sich das zu jagen? Wobei, ich glaube, also in der Schule, wo du bist, kannst du, glaube ich, alles, was du besitzt, gut gebrauchen. Okay. Warum wundert er sich nicht, dass hier einfach eine Knarre rumliegt? Verbinde die Waffe und die Taschenlampe. Schritt 1. Halte die Q-Taste gedrückt und aktiviere das Klebeband mit den Richtungstasten. Okay. So, da haben wir das Klebeband. So, Schritt 2. Halte Q gedrückt und Eingabe. So. Befestige die Taschenlampe mit Eingabe. Okay. So. Bitteschön. Okay, dann los. So richtig begriffen habe ich das nicht. Aber wir haben jetzt hier eine sehr futuristisch anmaßende Waffe. Sieht ein bisschen aus wie die Standardpistole aus Mass Effect. Und wir haben jetzt erstmal eine Knarre. Das muss ich jetzt einfach mal so festhalten. Wir haben eine Knarre. Warum eigentlich? Warum fragt sich das Kenny nicht? Das wäre so meine erste Frage. Und warum möchte Kenny jetzt darunter? Ach komm, ey. Gehen wir doch mal unten vorbei, schauen, was uns Lustiges erwartet. Das sieht ja auf jeden Fall ziemlich... Ist verdammt gruselig hier unten. Warum gehst du auch da rein? Ach, egal. Manchmal sollte ich mich sowas nicht fragen. Sieht auf jeden Fall so aus, als möchte ich hier unten gerne leben. Zusammen mit den Ratten und all dem anderen Zeug, was es hier gibt. Die Kameraperspektive ist auch einfach ein Traum. So, das sieht aus wie Blut. Sehr schön, haben wir das auch schon mal geklärt. Was war das denn? Was ist hier eigentlich los? Ich finde die Story bis jetzt super interessant. Was ist das denn hier, Alter? Okay. Wow. Okay. Halte Umschaltung, um auf den Feind zu ziehen. Was ist denn da? Ich sehe nichts. Bei mir ist das einfach nur schwarzer Pinkel. STLG rechts gedrückt, okay? Okay, ich habe einen leichten Boost gestartet. Was zur Hölle? Dieses Spiel ist sehr... spärlich in den Erklärungen, die es mir gibt. Da muss ich erstmal überhaupt einen Durchblick finden.
An der Temperaturanzeige kannst du ablesen, wie stark die Lampe überhitzt. Steht sie ganz hoch, warte, bis die Lampe abgekühlt ist, bevor du den Boost wieder verwendest. Aha. Okay, wir reden also hier tatsächlich von der Temperatur der Taschenlampe und nicht der Pistole. Das gibt natürlich Sinn, also Unschalt hier auf den Ding drauf und dann boosten wir quasi... Ja, okay, gut. Gut, dass die Taschenlampe dann vor allen Dingen überhitzt. Das ist natürlich sehr schön. Gut gebaute Taschenlampe. So, gehen wir doch einfach mal hinter die dicke Stahltür. Ist auch normal, dass eine Schule einfach solche Räumlichkeiten besitzt. Das ist natürlich klar. Gerade nachts sind die einfach offen und nicht abgeschlossen. Spritzen und seltsame Dinge. Ja, das hat die Schule meistens in einem abgeschlossenen geheimen Superkeller. Und nicht in sowas wie dem Krankenzimmer. Aber in Amerika ist das alles anders. Ihr kennt das ja, ne? Die Amis, die sind ja alle ein bisschen spezieller. Hier kommen wir nicht hoch. Steht die Kiste im Weg. Wenn ich wissen würde, wie ich schießen könnte, würde ich es mal versuchen. Habe ich denn überhaupt sowas wie... Okay, okay. So kann ich zumindest schon mal hier ein bisschen Licht reinschaffen. Licht ins Dunkle. Woher kommt dieses Licht? Welches Licht? Ach, tatsächlich, da kommt Licht raus. Das ist interessant. Kann ich hier irgendwie ein bisschen die Tür aufspacken? Ja, kann ich da rein? Wäre schön, ey. Könnt mich schön in den Käfig setzen und mein Leben bedauern. So, hier ist noch mehr Blut. Bis jetzt, ihr merkt das, bin ich zwar ein bisschen verwundert von dem Spiel, aber noch nicht sehr gegruselt. Das könnte aber noch sein. Was könnte in dieser Tür sein? Auf jeden Fall ist sie verschlossen. Vielleicht muss ich einen Schlüssel finden. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Oder die Kamera dreht sich auf einmal so. Das gibt natürlich Sinn. Okay, noch mehr creepige Medizinutensilien. Und eine Trage, wo Blut ist. Anscheinend hat hier irgendjemand Experimente durchgeführt. Der Klassiker. Aber welcher Art? Vielleicht wurde der gute... Wer war das vorhin? Stan? War das Stan? Ich glaube, es war Stan, hieß der eine Kerl. Vielleicht wurde der ein bisschen gefoltert. Geht nicht auf. Ist verschlossen. Durch welche Tür gehen wir zuerst? Durch die hier? Ja, ich habe mich erstmal für die hier entschieden. Ob das so eine gute Idee war? Ich glaube schon. Out of work. Don't blame me. I didn't vote... Labor? Okay. Also ich soll niemanden... Wer bist du denn? Haben Sie doch Mitleid? Nein. Hallo, Drogen-Junkie. Zum Teufel sind wir hier überhaupt? Bitte nicht. Hey, bitte nicht. Ich werde nichts tun. Okay, Drogen-Junkie-Man. Hä? Ah! Bist du auch drauf reingefallen? Worauf reingefallen? Kapierst du es nicht? Du musst ja verschwinden. Schnell. Okay, dann raus. Ah, okay. Das kommt bitte nicht zurück. Auf keinen Fall. Er ist Wahnsinn. Versprochen. Der befreite Schüler ist jetzt dein Teamkamerad. Mit F kannst du dir jederzeit die Steuerung übernehmen. What the fucking fuck? Wenn dein Teamkamerad bei dir ist, kann ein zweiter Spieler dessen Steuerung übernehmen. Huch, es gibt einen Koop-Modus? Cool, ey. Schade, dass ich jetzt hier keinen neben mir sitzen habe. Hierzu drückt der zweite Spieler die Pause-Rückgängig-Taste auf seinem Controller. Aha. Sehr interessant. Ach, ich kann sogar so tatsächlich hier ein bisschen mit der Taschenlampe navigieren. Ich kann ihn hier ein bisschen... Ja, ich booste dich an. Was hältst du davon? Ja! Also wir haben jetzt den guten alten Krebsman mitgenommen. Der sieht auch sehr human aus. Und auch überhaupt nicht wie ein Alien. Bewegt sich auch überhaupt nicht wie ein Alien. Und sitzt hier einfach so unten drin. Mit seiner Matratze. Und der gute Kenny scheint... Er scheint ein Klischeesportler zu sein, denn ihn scheint das überhaupt nicht zu interessieren, was er hier macht. Warum er so aussieht, wie er aussieht, als hätte er schon 500 Jahre Chemotherapie hinter sich. Und warum hier quasi eine Art Kerker ist. Aber okay, hey, komm, wir gehen einfach mal wieder über die Tür und hinterfragen einfach mal nicht, warum der Kerl hier eingesperrt war. Er hat hier immer eine Waffe versteckt. Wer ist denn er, der Hausmeister oder was? Da oben ist der Schlüssel, ey. Kenn ich mal. Oh Gott, da unten geht's runter, ne? Cool, hat eine Waffe. Wie kann ich die Steuerung exit mit F... Ja, wir sind Krebs-Junkie-Man. Mein Bauch tut so weh. Ich will doch nur an den Tropf. So, ja, er ist auf jeden Fall... Wie heißt er denn? Dan, ey. Lieutenant Dan. Sehr schön. Die Tür muss von ihm verschlossen sein. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Wahrscheinlich ist es aber abgeschlossen, wa? Ja, nee, doch nicht. Okay, ich wurde lügend gestraft. Gehen wir doch erstmal raus. Wow, what the fuck? Wie kann ich schießen? Spiel, sag mir doch. What the fuck ist das? Wie schieße ich denn? Ah, mit Enter, okay. Das sind auch kleine Viecher irgendwie vor uns. Schieß die Scheiße ab, ey. Was soll das? Das ist voll das Cthulhu-Monster.
Er ist nicht viel zu stark. Wir haben es umgebracht, Dan. Alles gut. Habe ich irgendwie sowas wie eine Lebensanzeige eigentlich? Ich glaube nicht. Ja, da kommt ja noch eins. Stirb. Stirb, du Scheißvieh. Dan, schieß. Dan, ich habe keine Munition mehr. Schieß doch, Dan. Soll ich abhauen, oder was? Aua. Friss das. Tut mir leid, Dan. Ich lass dich zurück. Dan. Ich glaube, Dan ist tot. Ja, Dan ist tot. Okay. Naja, der hatte sowieso so, wie er aussah, eh nicht mehr lange zu leben und wird gerade gefressen, also soll mir das auch scheißegal sein. Vielleicht kann man ihn sogar retten, ist mir aber ziemlich egal. Los, wir schieben den Käfig weg. Das heißt wir, Dan ist tot. Ich hätte wegrennen sollen übrigens. Ich dachte, ich muss auf ihn draufschießen. Jetzt geh doch raus. Geh raus. Nein. Was? Unfall? Was? Ich hab doch nicht den Prolog freigeschaltet, oder was? Oder sollte ich sterben? Moment. Beende den Prolog. Ach, sieh an. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte von Kenny und Dan. Die Schweine haben Kenny getötet. Los, erzähl schon. Wie war dein Date? Kenny ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Was zur Hölle? War wohl eine wilde Nacht, oder? Von wegen. Wenn ich den Kerl erwische, ist der dran. Was war denn los? Hat mich versetzt. Es reicht mir langsam mit deinem Bruder. Aber wenn er nicht bei dir war, vielleicht ist ihm... Glaubst du, ihm ist was passiert? Und Josh? Wo ist Josh? Keine Trödelei. Der lässt uns keine Minute aus den Augen. Los, Beeilung. Ach, da steht so ein Typ im elitären Anzug. Mr. Garrison, bei der Drecksschule. Tore schließen. Mr. Garrison? In mein Büro. Was? Was ist denn hier los mit den Zaufmark-Referenzen? Ja... Das Sonnenlicht ausnutzen, solange es da ist. Setzt euch bitte und seid still. Hey, Ladies, warum seht ihr so bedrückt aus? Kenny ist verschwunden. Du weißt nicht zufällig, wo er ist, oder? Nein, habt ihr ganze Nacht an meinem Film gebastelt. Seit gestern Abend hat ihn keiner gesehen. Ich mach mir langsam Sorgen. Ich hab's. Aliens haben ihn auf ihr Schiff gebeamt, ihn zu Experimenten missbraucht und dann gekillt. Josh! Hinsetzen, junger Mann. In Ordnung. Heute beschäftigen wir... Wir sollten die Polizei rufen. Was meint ihr? Hey, wenn er nicht auftaucht, treffen wir uns um 6 an der Cafeteria und suchen ihn einfach. Aber die Bullen sagen es meinen Eltern. Okay, genial. Mein erster echter Ermittlungsfall. Was ein Typ. Ach, nichts funktioniert in der blöden Schule. In 5 Minuten müssen wir eh los. Hör auf damit, Josh. Das nervt. Oh, Josh, ey. Wir müssen unsere Ermittlung doch dokumentieren. Ey. Psst, da ist jemand. Verschlossen. Oh. Okay, das ist nur der Hausmeister. Das ist halt echt der Hausmeister, Mr. Garrison, ey. Aber wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Mit einem Handy vielleicht? Das wäre mal ein Vorschlag, oder? Ich habe eine alte Karte der Schule gefunden. Die können wir gut brauchen. Sehr schön. Ja, wir haben den Prolog geschafft. Geschafft in Anführungszeichen, aber das Spiel hat's durchgelassen. Wahrscheinlich sollten wir sogar sterben. Ich gehe mal sehr stark davon aus, denn wenn ich drüber nachdenke, gibt sonst die Story keinen Sinn. Wenn man uns erwischt, fliegen wir garantiert. Aber belehrt mich gerne eines anderen. Ich höre das sehr gerne, wenn das Spiel tatsächlich Multiple Choice hat. Der Baseballschläger, leuchtet mich quasi die ganze Zeit schon Gehen an. Gehen wir. Du hast deinen Teamkameraden ausgewählt. Kann ich nicht noch mehr nehmen? So, mit den 8 bis 2, okay, kannst du deinen Teamkameraden dir zu helfen. Mit 2 gibst du eine andere Waffe. Genau, jo, jo, jo. Ja, dann folgt mir gleich mal. 4 und 6 sind die wichtigen. Ich glaube, so. Wir müssen das Schloss knacken. So, also ich kann jetzt wechseln mit F, wa? So, Shen, Josh, kann ich mit dir wechseln, andere Bitch? Okay, gehen wir. Achso, ich habe die jetzt gewechselt. Wen nehme ich denn? Nehme ich die gute Ashley? Okay. Nehme ich die gute Ashley mit oder lieber sie hier? Okay, ich gehe mit dir. Wär doch eigentlich schöner, wenn die gute Ashley stirbt, oder? Ich meine, sie war die Freundin von dem guten Kenny. Kann sie eigentlich gleich mitsterben. Ich nehme auf jeden Fall einen Baseballschläger. Damit kann ich etwas zerschlagen. Meine Güte, du bist auf jeden Fall ein ganz schön schlauer Mensch, Josh. Und auch überhaupt nicht... Simpel gestrickt. Vielleicht kann ich den Automaten zerschlagen. Ah ja!
Ich habe kein Geld dabei. Josh, du hast doch den Baseballschläger. Die Tür ist abgeschlossen. Gut, dann laufen wir hier mal. Shannon, du regst mich langsam ein bisschen auf. Möchtest du mir eventuell... Frauen, ey, den ganzen Tag nur am Weg stehen. Im Weg sogar. Das sollte kein Problem sein. Sollte nicht? Hier ist noch was. Ich weiß das. Ja, was denn? Es ist eine Tür mit Fenster. Verschlossen. Ja, dann schlag doch das Fenster kaputt. Ach so. Ja. So geht das natürlich. Erstmal schön die Schule demolieren. Ich bin ein Fan, ey, Josh. Ich bin ein Fan. So, was ist hier? Was ist das? Eine Drahtrolle. Ey, kann ich die an meinen Baseballschläger dran packen? Das wäre natürlich super geil. Gebrauchte Dinge, die ja auch total verkackt hingestellt worden sind. Ist natürlich super gut. Ich würde gerne mit Mr. Garrison reden. Was mache ich denn mit einer Drahtrolle? Huch. Ach, ich kann damit anscheinend das Schloss knacken. Wer hätte gedacht, dass der gute Josh solche Fähigkeiten besitzt? Cool, ich habe das Schloss geknackt. Ja, dann rein da, ey. Du alter Langfinger, du. So, im Gang sieht's relativ unspektakulär aus. Kommt aber wieder eine sehr... Diese Aktenschränke sind schmutzig, ja. Eine sehr muffige Stimmung auf. Was hauptsächlich daran liegt, dass die Schule ein bisschen ekelhaft ist. Die Tür ist abgeschlossen. Das heißt, wir sind ja komplett alleine. Die Tür muss von innen verschlossen sein. Das ist natürlich eine nicht so charmante Sache. Ja, okay. Der Kirchenchor scheint noch zu üben hier. Was soll das? Geil! So. Eine Karte. Drücke P für Karte natürlich. Und wir befinden uns im Verwaltungsgebäude Erdgeschoss. So, das ist die Karte. Da ist Abby, Ashley, Shannon und Josh. Ja, die gute Ashley bleibt da jetzt einfach. Die würde wahrscheinlich auch gleich einfach mal ein bisschen verrecken. Weil so viel gibt es da jetzt nicht zu tun für sie. Ja, ich habe im Moment nicht so wirklich viel zu bemängeln. Hier können wir uns auf jeden Fall auch noch in den Etagen umgucken. Eine Menge gibt es hier zu tun. Nach links, nach rechts. So, Merkmale. Dann gucken wir uns doch mal hier ein bisschen durch. Der Name ist Carter. Sein Vorname ist Josh. Ja, irgendwann geboren, ist egal. Klassenlehrer ist Herr Walden. Ein erfolgreiches Halbjahr. Josh ist lebhaft, einfallsreich und wissbegierig. Manchmal etwas zu sehr. Wurde beim Durchsuchen des Büros von Professor Colgan ertappt. Aha. Drücke die Taste besondere Begabung, um einen Raum zu untersuchen. Ach so, das ist seine Fähigkeit. Sehr interessant. Wird dann natürlich auch in Form eines Zeugnisses gehalten, weil die Leafmore High School ist natürlich... High School! High School ist natürlich bekannt für ihre explizite Bildung. Weiterbildungsempfehlung. Journalistische Begabung. Josh ist beim Nachforschen äußerst begabt und bekannt dafür, Informationen aufzuspüren, die sich für ihn als hilfreich erweisen könnten. Sehr schön. Das ist die gute Shannon Matthews. Sie hat den gleichen Klassenlehrer, nämlich Herr Walden. Ihr Bild ist aber genauso schäbig. Ausgezeichnete Schülerin. Gut gemacht. Hey, Daumen nach oben. Die sogenannte Beratung von Freunden bei Klassenarbeiten wird künftig jedoch nicht mehr toleriert. Ach so, Beratung, ne? Drücke die Taste, besondere Begabung und Tipps zu geben. Das ist also ihre besondere Begabung. Wenigstens stimmt das mit ihrer Spickerei zusammen. Medizinische Begabung. Shen ist mit Sicherheit dazu bestimmt, Ärztin zu werden. Ihre Heilerfolge sind unerreicht. Genesungsrate von plus 25%. Fett, ey. Bin ich Fan von. Das andere, Josh, ist wahrscheinlich unser Hauptheld erstmal. Die gute Ashley Thompson, dieses Halbjahr waren Fortschritte zu verzeichnen. Es liegt jedoch noch ein langer Weg vor ihr. Ashley täte gut daran, weniger vorwitzig zu sein und sich stattdessen auf Sachdienliches zu konzentrieren. Drücke die Taste Zielen und besondere Begabung, um einen Spezialangriff durchzuführen. Begabung im Bereich Selbstverteidigung. Ja, das würde natürlich auf dem Zeugnis immer stehen, weil Selbstverteidigung ist auch ein sehr solider Bildungsweg. Vor allen Dingen auch eine gute Berufskarriere. Falls mir irgendein Karate-Lehrer jetzt zusieht, der damit seinen Lebensunterhalt fristet, es tut mir leid, das war nicht so gemeint. Ashley hat bei der von der Schule organisierten Einführung in den Umgang mit Verteidigungswaffen wahrlich geglänzt. Ja, die gute Ashley ist halt einfach eine Schlägerin. Ne? Da mag ich eigentlich die Heilung ein bisschen mehr. Hinweise haben wir keine und wir haben noch drei weitere Leute, die wir finden können. Vielleicht Kenny und Dan, aber wahrscheinlich... Eher nicht. Sammelplatz F. Zurück zum Sammelplatz. Nein. Ah, okay. Ich kann also schnell reisen tatsächlich im Spiel. Krass. Und zum Glück hat der Chor aufgehört, weil der hat mich echt genervt und war jetzt auch nicht wirklich gruselig. Von hier aus siehst du den Empfang. Das ist, wahr. Da drin ist völlig dunkel.
kommt denn eigentlich das Licht her? Ist hier noch das Ding an? Was ist das? Just say no. Zu Drogen, ja? Ja, eine Anzeige gegen Drogenmissbrauch. Du hast mir nicht vorzuschreiben, wie ich zu leben habe, Plakat. Wenn ich mich mit Drogen vollpumpen möchte, dann soll das bitte mein Weg sein. Dort werden die allgemeinen Informationen über die Schule aufgeführt. Ja, ja, ja. Mann, diese Schule ist echt also herrlich. Wundert mich auch nicht, dass hier keine Putzfrau ihr Unwesen treibt. Ein Getränkespender. Gut, Josh scheint keinen Durst zu haben. Go Sharks. Da ist der Staff Room. Warte, hier gibt's jetzt nichts mehr für uns. Okay, cool. Also Josh kann uns anzeigen, wo was ist. Das ist natürlich sehr praktisch. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er der Hauptcharakter ist, weil ich meine, das würde Sinn geben, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Sehr linear. Erinnert mich sogar ein bisschen an Silent Hill 2 von der Grafik und der Grundstimmung. Was ja eines der Horrorspiele ist, die ich tatsächlich mal gespielt habe in meinem Leben. Hier gibt's nichts mehr für uns. Was viel heißt, weil so viele Horrorspiele habe ich in meinem Leben nicht gespielt. Ist das ein Gestank? Ja, hier sieht's herzallerliebst aus. Ich habe leider keine Taschenlampe, sonst würde ich hier... Okay, dieses Krabbelgeräusch ist echt widerlich. Ich verpiss mich lieber wieder raus, weil ohne Taschenlampe laufe ich mal lieber nicht in Schimmelland rum, oder? Gehen wir mal bei den Frauen rein, da sollte es ja eventuell ein bisschen sorgfältiger aussehen. Aber die gute Shen steht mir meistens nur im Weg rum. So, Shen, dann zeig mal, was ihr Frauen da so habt. Hier steht irgendwas an der Wand und ansonsten sieht's hier... Aber woher kommt dieser Luftzug? Verhältnismäßig besser aus. The place stinks, ja. Und überall stehen Sachen, aber ich kann halt nicht, ne? Geil, ich kann den Spiegel kaputt machen. Cool. Das ist tatsächlich etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es geht. Keine Ahnung, wer dieses Poster aufgehängt hat, aber der Typ glaubt eher... Ernstlich? Der Typ glaubt ernstlich. Da freut sich der Ernstling, dass wir von Außerirdischen angegriffen werden. Noch so ein Verrückter. This guy is crazy. Ha, könntest du durchaus mit Recht haben. Was steht hier? Kann ich mich nicht angucken? Okay. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay, sehr gut. Was ich mich frage ist, wir haben ja den Draht noch im Inventar, ne? Können wir damit die Türen knacken? Ich würde fast sagen, ich glaube nicht. Es würde abgeschlossen. Hey, ich glaube nicht, das würde nicht wirklich viel Sinn machen. Hier können wir aber rein. Call me, was? Was ist der denn für ein Typ da auf dem Plakat eben rechts? Oh, geil. Da ist Duct Tape. Das ist schon mal sehr praktisch. Klebeband meine ich natürlich. Sorry, ich habe zu viel DayZ gespielt. Und ansonsten ist hier nicht wirklich viel. Dafür aber ein pompöser Kronleuchter. Der zwar schon etwas rostig ist, aber an sich immer noch ganz cool. Ja. Warum suchen wir eigentlich in der Schule nach Kenny? Das habe ich jetzt übrigens im Verlauf der Story nicht so ganz verstanden, was das jetzt für einen Sinn macht, dass wir in der Schule nach ihm suchen. Naja. Wird schon Sinn haben. Ich habe bestimmt einfach nur nicht zugehört. Wie immer, ne? Gehen wir einfach nach oben. Hier oben sieht es auf jeden Fall schon mal... Naja, ne? Nicht unbedingt besser aus. Ich würde mir dieses Plakat gerne angucken mit dem Call Me. Aber naja, unsere Schule wird diese Nichtsnutze vom Tigers beim Basketball spielen. Bestimmt stand da irgendwas von wegen in den Boden stampfen. Das muss ich jetzt nicht lesen, das kann ich mir auch denken. Die Tür muss von innen verschlossen sein. Das ist immer noch sehr bizarr. Weil von wem denn bitte? Oder der Raum hat zwei Eingänge, da können wir wahrscheinlich von hinten rein. Von hinten. Sehen wir uns mal um. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay, sehen wir uns mal um. Ich bin dabei. Ah, The Beauty Club organizes an evening presentation of cosmetic products. Ist das nicht Ashley? Mit Afro-Frisur auf einmal? Ja, Ashley Thompson. Aber da hat sie auf einmal eine Afro-Frisur. Das ist doch super charmant. Sharks, unser geniales Basketballteam. Ihr habt auch nichts Besseres im Kopf als Basketball, ne? Die Tür ist scheinbar abgeschlossen. Scheinbar. Was soll denn sonst noch passieren? Eine Tür mit Fenster. Ah, bam. Rein da. Randale. Randale und Vernichtung. Das ist mein zweiter Name. Was haben wir denn hier Schönes? Nicht viel. Gähnende Leere. Das ist natürlich super. Ist das nicht unser Klassenzimmer? Haben wir gerade unser Klassenzimmer kaputt gemacht? Ein Teil der gestrigen Vorlesung. Das nennst du eine Vorlesung. Bei der Renovierungsarbeiten ist ein Schraubendreher in diesem Raum verloren gegangen. Bitte danach suchen. Vielen Dank, Mr. Garrison. Renovierungsarbeiten? Also ich weiß ja nicht, wo der gute Mr. Garrison Renovierung angesetzt hat. Man sieht sich vor allen Dingen diese Heizungsrohre an. Aber so richtig was mit Renovierung sehe ich hier nicht. Hier ist noch was zu erledigen. Hier ist noch was zu erledigen, ne? Ja. Mein schlimmster Albtraum ist es, hier festzuhängen.
Die Regeln der spanischen Grammatik. Ja, ich habe tatsächlich nie Spanisch gelernt, insofern kann ich ja schlecht mitreden, aber wäre jetzt auch nicht so meine liebste Sache auf der Welt. Eine Karte von Spanien. Sind wir in Spanien? Ist das der Fall? Oder sind wir hier in einem Fremdsprachenkurs? Ah, ich glaube, da haben wir was, oder? Aha. Aha, aha, aha. Hier hat der gute Mr. Garrison also renoviert. Hinter dem Schrank, oder wie? Hier muss ich überhaupt noch schieben. Ich sehe gerade nichts. Die Sonne strahlt ein bisschen rein. Nee, das ist eine Tür, glaube ich. Aha. Dieses Geräusch ist auch super. Ah, nee, der Schraubenzieher ist unter dem Schrank. Das ist natürlich sehr sinnvoll, lieber Mr. Garrison. Gehen wir einfach wieder raus. Ich weiß nicht, was ich mit dem Schraubenzieher machen soll. Da wird sich schon noch eine Lösung für finden. Wir können ja... Was zum Teufel ist bloß los hier? Ich will's gar nicht wissen. Ich würd's gerne wissen wollen. Das klingt nämlich wie ein Erdbeben. Was es wahrscheinlich nicht ist, aber... Es klingt wie eines. Wir gehen einfach mal nach oben, scheiß drauf. Und hier oben sieht es auf jeden Fall wieder richtig charmant aus. Sieht auch, klingt auch einfach so. Sound und Bild gehen in eins. Farbeimer, Zement, Sachen zum Renovieren. Nichts Interessantes, ja. Es sind nicht wirklich viele Sachen zum Renovieren. Und es ist auch nicht wirklich viel, was hier renoviert wurde. Ja, gehen wir auch einfach mal hier rein. Wir haben einen Baseballschläger. Die Tür scheint verrostet zu sein. Was ist denn hinter dieser Tür? Ja, ist eine gute Frage. Hier gibt's nichts mehr für uns. Na gut, wenn es ihnen nichts mehr für uns zu holen gibt, dann gehen wir einfach wieder runter. Natürlich begleitet von meiner Lieblingskirchenchorgruppe überhaupt, die zwar sehr episch singt, das muss ich ihnen ja lassen, aber total unpassend ist. Komme ich hier raus? Die Schule ist verschlossen, ich komme nicht hinaus. Das ist mir ein Graus, also lasse ich meinen Frust an dieser Tür aus. Das ist nicht super, wa? Komme ich jetzt hier rein? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay, dann gehen wir vielleicht mal wieder zurück zu Ashley. Ich kann nicht ja irgendwas machen. Oder ich habe einfach ein Gameplay-Feature übersehen. Hier gibt's nichts mehr für uns. Irgendwas, was ich übersehen habe, ist wahrscheinlich dabei. Aber dann werden wir das gleich finden. Wir gehen erstmal zurück zu Ashley. Die steht hoffentlich hier immer noch rum und, Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Was machen wir jetzt? Ja, ist eine gute Frage. Das wollte ich dich gerade fragen. Ich bin ganz sicher. Hier ist noch was. Aber hier ist noch was, nämlich eine CD, die sehe ich gerade. Mit deiner Disk kannst du speichern, wann du willst. Oh. Speichern. Oh. Cool. Dann speichern wir doch einfach mal. Das ist doch schon mal eine charmante Sache, oder? Okay, alles im Kasten. Sehr schön. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Wir haben Klebeband und Schraubendreher. Kann ich die irgendwie zusammenpacken? Drahtrolle. Hatte Eingabe gedrückt, um ein Schloss zu knacken. Okay, das heißt, ich kann die Schlösser draußen knacken, theoretisch genommen, wa? Dann wollen wir das doch mal probieren, so. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Hier kann ich die Drahtrolle nicht verwenden. Das ist sinnlos. Ja, das erschien mir auch als sinnlos, mein Lieber. Warum kann ich die Drahtrolle hier nicht benutzen? Hm. Hat anscheinend scheinbar gerade keinen Sinn oder geht bei dieser Tür nicht. Weißt du was? Geh mal weg. Ich habe jetzt Bock auf was zu trinken. Oh, danke. Ich habe... Du brauchst kein Geld mehr. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja, sage ich doch. Aber was geil ist hier, ein Energy Drink. Kann ich aber nicht konsumieren. Schade eigentlich. Kann ich sonst noch was mitnehmen? Nee. Naja, immerhin. Hier gibt's nichts mehr für uns. So, hier drinnen gibt es schon mal nichts mehr. Dann können wir doch einfach wieder rausgehen. So schön ist das. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen was nachgeholt. So. Kann ich diese Tür hier aufmachen eventuell mit der Drahtrolle? Kann ich. Sieh an. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Auf jeden Fall ist sie abgeschlossen. Ja. Lampe kombinieren mit. Was? Lampe? Ist hier eine Lampe? Was? Okay, ich halte Eingabe gedrückt. Es passiert aber gänzlich wenig. Oder dreht er sich jetzt nur kurz um? Nein, okay. Schraubenzieher? Das ist zwecklos. Okay. Ja, das ist, das stellt mich natürlich... Kann ich hier... Nein. Deswegen ist natürlich diese Drahtverriegelung auch davor. Das gibt Sinn. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Hier kommen wir natürlich nicht raus. Wahrscheinlich auch nicht mit dem Draht. Das war wahrscheinlich eine One-Time-Sache, wa? Dass der Draht irgendeinen Sinn hatte. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Wenn er sagt, hier gibt's nichts mehr zu holen, dann gibt es hier auch nichts mehr zu holen. Dann muss ich wahrscheinlich nach da ganz oben. Wir gehen nochmal nach ganz oben. Ich habe da bestimmt wieder was übersehen.
kennt mich ja. Die Tür scheint verrostet zu sein. Dann kann ich die doch vielleicht aus den Scharnieren rausholen, ne? Das ist zwecklos. Nein, okay. Wieso ist die eigentlich verschlossen? Die kannst du wohl... Machst du doch einfach kaputt! Okay, das hat keinen Sinn. Und öffnen kann ich sie auch nicht. Das heißt, hier können wir erstmal nicht weiter. Außer ich stelle mich dumm an, aber das mag ich gerade mal zu bezweifeln. So, hier finden wir auch nichts, oder? Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay. Gute Fähigkeit übrigens, das ist ganz nett. Was hat sie eigentlich nur eine Fähigkeit? Sie kann einen Tipp geben, ne? Sag mal was. Sehen wir uns mal um. Sehen wir uns mal um, das ist kein guter Tipp. Ich laufe mal mit ihr ein bisschen rum, warum nicht, oder? Sehen wir uns mal um. Guter Tipp. Kann ich mit ihr denn aufmachen? Nein. Kann ich mit ihr irgendwas Sinnvolles tun? Das bringt nichts. Habe ich mir schon fast gedacht, meine Liebe. Hast du denn sonst irgendwelche Fähigkeiten, von denen ich wissen sollte? Ich glaube nicht. Abgesehen davon, dass du im Moment der weibliche Sidekick bist, hast du hier, glaube ich, nicht viel zu tun, ne? Schade. Sehen wir uns mal um. Ja, dein Tipp ist echt ein Traum, du. Na gut, dann gehen wir halt einfach mal hier hin. Die Tür ist abgeschlossen. Kann ich dich aufmachen? Nein, nicht die Lampe kombinieren, sondern hier den Draht benutzen. Ich glaube, die Tür und ich haben keinen Draht zueinander. Oh, der ist schlecht. Oh, der war echt traumhaft. Der war wirklich traumhaft. Es passiert, wisst ihr? Wenn man lange kein Let's Play aufnimmt, dann vermisst man schon fast, dass man einfach manchmal runterkommt wie ein grenzdebiler, unfähiger Idiot. Das ist einfach... einfach schön. Muss ich einfach mal sagen. Ich habe jetzt gerade nochmal versucht, ob ich das irgendwie anderweitig hinkriege, aber dem ist nicht so. Das heißt, das mit der Drahtrolle mache ich schon richtig. Nur nicht richtig genug oder so ähnlich. Gut, dann mache ich mal gerade hier... Ach scheiße, wenn ich die CD benutze, ist sie aufgebraucht. Das ist natürlich ekelhaft. Gut, dann gehe ich mal kurz hier ins Pausemenü. Trink mal eben einen Schluck offscreen, geh mal kurz aufs Klo und dann widmen wir uns weiter dieser Episode von Zeig mir Möhr. Bis gleich. So, wie ihr seht, weiter geht's. Ich habe tatsächlich auch mich keinen Millimeter bewegt. Ihr habt nichts verpasst. Aber so gemütlich beim Pinkeln ist mir eine Frage in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich mir damals, als ich hier in den Männerraum gegangen bin, mich überhaupt nicht umgesehen und bin direkt rausgegangen. Wahrscheinlich ist die Übel allen Wurzels, die Wurzel allen Übels hier in diesem Raum. Schauen wir auch einfach mal rein. Hier sieht es auf jeden Fall immer noch super charmant aus. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Aha, sage ich doch. Ich habe heute wirklich eine schmutzige Fantasie. Ja, Josh, du bist ein ganz lustiger. Du bist fast so lustig wie ich, wenn ich versuche, witzig zu sein. Das hier ist echt abscheulich, das stimmt. Aber das sollte dir nicht neu vorkommen. Ich, wo bin ich denn? Bin ich hier noch irgendwas? Der Gestank bringt mich um. Ja, das glaube ich dir, lieber Josh. Lieber nicht so lange hier bleiben, ja. Wo ist denn hier was? Graffiti, eine Kunst für sich. Können wir eigentlich mal lesen. Boys Bathroom. For, was? Good time call 555-347-2 Mary. Nett, nett. Das ist sehr nett, dass hier irgendeine Nummer steht. Deine Mutter ist so fett, sie hat den Familienbaum gebrochen. Wieso finde ich das jetzt so witzig? was soll denn hier noch sein, George? Hier gibt's nichts mehr für uns. Ah, okay. Das heißt, ich wollte einfach nur dieses Graffiti lesen, quasi. Was für Scheiße. Gucken wir doch mal hier rein. Wir gehen einfach nochmal in jeden Raum, in den wir rein können. Oh, ey. Ich lache mich tot, ey. Ich lache mich wirklich tot. Akne, interessant. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay, hier gibt's nichts mehr, sagt er. Novahead-Projektor, sehr nett. Wie spät haben wir es denn? Hier. Es ist tatsächlich nach 6. Da hat das Spiel sich an seine eigene Handlung gehalten. Das finde ich doch sehr schön. Der deine Mutter wird zwar einfach super. Ist da hinten nicht eine Tür? Die Tür ist abgeschlossen, okay. Die Tür muss von innen verschlossen sein. Gehen wir einfach mal in den Frauenraum nochmal. Vielleicht ist da ja irgendwas Feines. Ach, das wollte er mir zeigen. Woher kommt dieser Luftzug? Er wollte mir nicht das Graffiti zeigen, er wollte mir das Ding da oben zeigen. Oh. Hallo, Shannon.
Ja, gut. Auf jeden Fall können wir hier unter den Rock gucken. Zum Öffnen brauche ich ein Werkzeug. Ja, durchaus, durchaus. Wie wäre es mit dem Schraubenzieher, den wir schon gefunden haben? Geil, ey! Hat funktioniert, ja, rein da! Hier ist es total dunkel. Vergiss es. Was? Wie sind wir da jetzt eigentlich beide durchgekommen? Na, ist ja egal, auf jeden Fall haben wir schon einen schönen Schritt gesehen, das war schön. Zurückgehen auf diesem Weg bringt nichts. Warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Hier soll noch was sein. Okay, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Der gute Josh scheint wirklich eine Menge Sachen hier zu wissen. Wir müssen ja einen Wettbewerb veranstaltet haben, ja. Ein Energy Drink. Yay, wir haben schon drei. Das ist wahrscheinlich sowas wie Health Packs, wa? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ja, tendenziell ja. Okay, die Kamera ist sehr verwirrend. Hier sind Duschen und noch dazu Einzelduschen. Das ist doch schon mal ganz nett, Einzelduschen. Oder willst du lieber mit deinen Kollegen duschen? Ich wusste gar nicht, dass die Lehrer Duschen haben. Das wusste ich auch nicht. Das gibt irgendwie auch wenig Sinn. Warum sollten... Ja, Sportlehrer vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das so ist bei meiner Ex-Schule. Hier sieht es auf jeden Fall schön aus. Wirklich eine sehr stilvoll eingerichtete Lehrer-Lounge. Sogar die Lehrer haben ein Recht auf etwas Privatsphäre. Naja, die haben aber anscheinend kein Recht auf hygienische Zustände. Insofern ist das alles in Ordnung. Dieses Gemälde zeigt vier zauberhafte Musen. Ach Josh, du bringst mein Herz zum Lachen. 10 way to tame your students. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so gerne getamed werden möchte. Da liegt was. Was ist das? Ein verrosteter Schlüssel. Wahrscheinlich für eine alte Tür. Den dürfen wir gleich bestimmt wieder ausprobieren bei allen Türen. Hinweis des Gesundheitsministeriums. Achtung, der freie Verkauf von Energy Drinks beschleunigt den Austausch von Nervenimpulsen zwischen Gehirn und Muskeln und führt zu einem Anstieg der geistigen Leistungsfähigkeit. Ja, das würde das Gesundheitsamt definitiv heutzutage nicht schreiben. Vor allen Dingen interessant, dass das Gesundheitsamt sich um Energy Drinks kümmert und nicht um die Zustände hier. Nutzlos, ich habe keinen Hunger. Ja, ich würde daraus auch nicht wirklich was essen wollen. Mal ganz davon abgesehen, dass dieser Kühlschrank offen steht und das scheinbar wieder mal keinen nervt. Da oben ist übrigens eine Kamera. Hallo? Hallo, Kamera? Na? Wie gefällt dir das? Deine Schüler randalieren. Geht's hier eigentlich raus? Was ist eigentlich in dem Schrank da? Nix? Okay. Geht's hier raus? Die Tür ist abgeschlossen. Nein, es geht nur nach oben. Wie in meinem Leben. Es führt alles nach oben. Die Schule... Was? In dieser Schule gibt es so viele schwarze Bretter, das ist wahr. Aber wer ist er auf dem Foto? Souvenirs sind in dieser Schule wohl sehr beliebt. Das ist doch kein Souvenir. Das ist irgendein alter Mann. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Das glaube ich dir, Josh. Ich versuche es zu finden. Stans Noten sind echt übel. Ach, das ist der gute Stan, ey. Der ein bisschen aussieht wie Eminem, wahrscheinlich auch angelehnt deswegen ist, mit dem Namen Stan. Stan Jones ist so... Was? Suspended for selling energizing products? Ja, wegen Energy Drinks? Es ist sehr schwer für mich zu lesen. Ich sitze weit weg von meinem Bildschirm und wie gesagt, das Spiel hat jetzt nicht die übelste Auflösung. Ah, ihr könnt es auch nicht lesen. Ist auch scheißegal, er hat auf jeden Fall schlechte Noten. Hier ist noch was, ich weiß das, sagt er. Okay, mehr als die Noten. Stans Noten sind echt übel. Ja, das sehe ich. Hier, ein Lehrer hat sein Notizbuch vergessen. Oh, das kann ich mal lesen. Da haben wir lauter Ace, 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 B, C, B, Minus, etc., etc. Da ist auch auf jeden Fall Stan, sehe ich hier. Shannon ist da, Ashley ist da, sehe ich hier auch irgendwo Josh, ja, und sehe ich Kenny? Kenny, ja. Disappeared, aha. Okay. Ach so, die A's sind quasi für abstinent, also nicht anwesend. Und dann sind da seine Bewertungen, good student, could do better, hard worker. Ist zum Beispiel Josh ist hard worker, disruptive in class, could do better, could do better. Der gute Stan hat unexcused absences. Der war nur zweimal da, sehr gut, das erinnert mich an meine, in meiner Schulzeit. War ich genauso gut. Und disappeared. Aber angeblich ist er schon 4 Tage in Folge nicht mehr da. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, aber ist mir auch jetzt nicht so wichtig. Die gute Shannon ist excellent, die hat nur gute Noten, insofern, was soll's. Mir egal. Gut. War das alles? Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Nein, hier war noch was. Okay, der gute Josh weist mich immer darauf hin, wenn noch was ist. Eine CD. Hier ist noch was, ich weiß das. Hier ist echt nur eine Menge, aber die CD ist schon mal sehr praktisch. Vor allen Dingen, dass man... Das finde ich auch ganz nett. Das funktioniert nicht komisch, das stimmt. Das finde ich auch ganz nett. Dass man zwar nicht überall speichern kann, aber wenn man eine CD hat, kann man überall speichern. Kann man sich einteilen, finde ich cool.
Übrigens finde ich interessant, dass er auf das Telefon angewiesen ist. Ihr habt doch bestimmt Handys dabei, ihr seid doch behinderte Affen. Ich kann mir das doch vorstellen. Schlüssel zum Lehrerzimmer, sehr schön. Das ist doch schon mal ganz nett. Ich mag Schlüssel in Spielen, gerade in solchen Spielen. Wenn ich mich da an Silent Hill 2 erinnere, was ich immer nur wieder als Beispiel nehmen kann, das war die Hölle auf Erden. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay, hier gibt's nichts mehr zu holen. Dann gehen wir doch in diese Tür. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Mit was? Was ist der Schlüssel zum Lehrerzimmer? Ich glaube ja, ne? Das war der Schlüssel zum Lehrerzimmer. Okay. Gut, das heißt, wir können da jetzt permanent rein. Und sind ja auch nur durchs Klo geklettert, um hierher zu kommen. Das ist doch nett. Shen, du stehst mir permanent im Weg. Du gehst mir echt übertrieben auf den Sack. So, aber hier wollte ich noch rein. Gut, dass ich es noch gemacht habe. Was ist das denn? Ah, die Archive. Okay. Ist hier irgendwas Interessantes? Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja, Josh, das habe ich mir gedacht. Mach doch nicht so viel Lärm. Das bin nicht ich. Nein. Also der Lärm, der... Ach, guck mal hier, das kann ich nicht zur Seite schieben im Moment. Hier liegt was. Oh. Irgendjemand ist gerade reingekommen. Ausgestellt von Kabinett McSchmeind. Offizielle Bescheinigung über Werksabnahme? Öffentliches Gebäude. Private High School Geldgeber, okay. Gut. Das sind wahrscheinlich Dokumente, wenn ich mir die näher angucken würde, würde ich wahrscheinlich was über die Hintergründe der Story lernen, aber dafür habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht den Nerv und nicht die Zeit. Wir sind ja auch nur bei einem Zeig mir Möhr, wo es darum geht, euch einen ersten Eindruck zu vermitteln. Hier lagern die Lehrer die Gegenstände, die sie den Schülern abgenommen haben. Ach, guck mal, da wird sich doch bestimmt ein Handy finden lassen. Ich sehe ja nur Bücher und ich glaube nicht, dass die Schüler die abnehmen. Ich kann heute echt gut reden, oder? Fantastisch, gerade für ein Let's Play ist das, was ich hier treibe, echt phänomenal. Ach, hier hinten geht's auch weiter. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Aber eine Tür, die ist blockiert. Ich kann sie nicht öffnen. Zu der dieser rostige Schlüssel passt. Wahrscheinlich der hier, oder? Verrosteter Schlüssel, verwenden. Das ist zwecklos. Okay, schade. Hätte ja sein können. Aber ich glaube, er öffnet die Türen auch automatisch. Die Tür muss von innen verschlossen sein, also komme ich da wahrscheinlich nicht ran. Nö. Okay, dann gehen wir erstmal hier weg. Hier gibt's dann auch nichts mehr. Danke, Shen. Zu holen. Raus da. Ich muss sagen, ich habe wirklich sau viel Spaß an dem Spiel. Ich glaube, ich spiele noch ein bisschen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich nehme das einfach noch mal ein bisschen weiter auf. Mal schauen, was draus wird. Ich bezweifle zwar, dass ich ein komplettes Let's Play mache, aber ihr könnt mir natürlich nach Abschluss dieses Zeig mir Möhrs sagen, ob ihr davon mehr sehen wollt. Weil wenn ja, wenn da wirklich genug Anklang dazu wäre, ich glaube aber nicht, weil im Endeffekt passiert hier gerade überhaupt nicht viel. Dann könnte ich mir das vorstellen, auch mal anzugehen irgendwann. Aber im Endeffekt spiele ich jetzt erstmal einfach nur ein bisschen durch die Gegend, weil ich gerade Spaß habe. So lange dürfte ich auch noch nicht aufnehmen. War die vorher schon offen? Ach, das ist das Lehrerzimmer. Ich bin aber auch ein Dummerle. Raus hier, raus. Schnell weg von der Stelle meines Versagens. Verrosteter Schlüssel. Ich probiere es oben. Aha, okay. Sehr schön, meine Intuition hatte recht. Jetzt sind wir natürlich auf jeden Fall in dem Teil... Kann ich bitte wieder hochgehen? In dem Teil der Schule, der anscheinend irgendwie seit 300 Jahren nicht mehr gewartet wurde. Was keinem bisher aufgefallen ist, aber... Naja, dann sind wir halt die Ersten. Das ist der Dachboden hier. Was liegt denn hier rum? Das ist eine Leiter. Danke, Josh. Das ist... Herz allerliebst, dass du mir das erwähnst. Da liegt was rum. Leere Dose. Pappkartons voll mit Schulbüchern. R2. Gratulation. Hier alte Möbel mit Tüchern bedeckt. Na gut. Oh, 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 what the fuck, ey. Scheiße. Hier gibt's nichts mehr für uns. Aua, aua, au. Josh, Josh. Lauf, 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 lauf. Hier gibt's nichts mehr für uns. Schlag doch, schlag doch. Okay, falsche Taste die ganze Zeit gedrückt. Ah, Kackviecher. Ah, Shannon, kannst du bitte mal irgendwie reagieren? Du alte Super-Bitch. Aua, schlag, schlag das Scheißvieh weg. Schlag es kaputt, schlag es kaputt. Voll auf den Kopf, ey. Shannon, du aus bist... Aus dem Weg! What the fuck? Wer sind sie? Was? Was ist jetzt los? Mr. Walden, was machen Sie hier? Ihr müsst hier raus! Schnell! Aber diese Dinger, da,
Was sind die? Ich weiß nicht, aber ich werde die Behörden auf jeden Fall davon unterrichten. Haben sie sich verletzt? Ach, nichts. Seht zu, dass ihr wegkommt. Ja, aber ich er weiß Kenny. Natürlich nichts, ne? Er ist verschwunden. Kenny, geh zu Mr. Friedman. Aber wie? Alle Ausgänge sind dicht. Ich mache euch die Schullufttür auf. Ich muss noch was erledigen. Und nicht vergessen, das Licht. Ich glaube, wir sitzen jetzt so richtig tief in der Tinte. Drücke P. Wir werden mal P drücken. Wir sind jetzt hier gerade im Verwaltungsgebäude. Und dort links ist der gute Friedman. Wer war eigentlich Walter? Ich glaube, das war unser Klassenlehrer, ne? Dieses Spiel ist wirklich mich sehr am Verwirren. Okay, wir sind hier im Vergewaltungsgebäude. Mann, ey, ich sollte nicht so lange Pausen machen beim Let's Playen. So, wir sind hier und wir müssen... okay. Darf ich mal kurz was in den Raum werfen? Warum? Und das ist ein berechtigtes Warum. Hat keiner dieser Schüler hier den geringsten Sinn von Fragestellung? Weil... Warum fragen die niemanden hier? Was macht der komische Klassenlehrer nach der Schule hier? In diesem kackverlassenen Gebäude. Warum wundert sich keiner über diese ekelhaften Kackviecher? Und warum? Einfach ein fettes Warum. Aber egal. Kannst du hier den komischen Stab mitnehmen? Eine Metallstange. Warum hat er jetzt eigentlich das Fenster derbe? Ach komm, dann mach ich auch mit. Ach so, bei mir geht das nicht. Na gut, dann kriegt die Bitch jetzt hier schön ihre Metallstange in die Hand. Da kann sie ein bisschen die Stange rubbeln. So habe ich das gerne. Und ich glaube, er braucht mal einen Energy Drink, oder? Ah. Geil, ey. Das war natürlich ein sehr lassives, wunderschönes Geräusch. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Habe ich der Bitch auch mal was in die Hand gedrückt. Ich hoffe, sie macht auch was und greift auch mal ein bisschen mit an. Wie der gute Dan damals, nur dass der gute Dan leider das zeitlich gesägt hat. Achso, er hat uns die Schullufttür aufgemacht, ne? Ich höre das ja gerade. Danke, Walter. Bist ein sehr charmanter Kerl. Dann kann ich ja hier raus. Die Schule... Achso, ich muss wahrscheinlich von da hinten raus, ne? Ich gehe mal ganz kurz hier einfach Morgan nur... Walter hat das Erdgeschoss geöffnet. Wir sind endlich frei. Ach, hier komme ich raus wahrscheinlich. Dann gehe ich nur mal ganz kurz bei der guten alten Bitch vorbeischauen, weil einfach nur aus dem simplen Grund, ob die überhaupt noch existiert. Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Was machen wir jetzt? Du hältst erstmal die Fresse. Du stehst da mit deinem verkackten Tanga die ganze Zeit an der gleichen Stelle, guckst dich ein bisschen um und machst nichts. Wir mussten uns schon mit irgendwelchen Fleischbällchen umschlagen. Komm ich raus? Ja, wunderbar, da wollen wir mal rausgehen. Schauen wir uns mal draußen um. Ist bestimmt launig hier. Ach ja, das ist hier ein herzallerliebster Traum. Wow, irgendwie ist die Kameraperspektive ein bisschen schräg. Ein bisschen sehr schräg. Ich glaube, ich laufe sogar gerade richtig, wenn ich das so im Kopf habe. Ja, tue ich. Schulschluss, Moment. Wir gehen mal gerade in die Steam-Übersicht. Verlasse das Bürogebäude. Krasses Achievement. Miss Ashley, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab. Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Nerv mich nicht, okay? Ich rufe gerade die Bullen an. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit. Ich habe so schon genug Angst. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder. Du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Hilft doch bestimmt draufzuschlagen. Blödes Handy. Ich habe keinen Empfang. Aha. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Friedman warnen. Den warnen? What the fuck? Ach, gar nicht. Ah, ich frage einfach nicht mehr. Der Chor sagt mir schon, ich soll bitte still sein. Dann speichern wir doch eben mal gerade hier. Zack, weil wir haben hier die nächste Speicher-CD. Mit einer Disk kannst du speichern, wann du willst. Das ist sehr lieb von dir, Spiel, das weiß ich aber schon. Einmal kurz P drücken. Wir sind jetzt hier und müssen irgendwie gleich links gehen. Schauen wir uns aber erst nochmal hier gerade in dem Hauptgang um. Erinnere mich ein bisschen an die Harry Potter-Spiele und dem Aufbau der Schule. Ich hab's irgendwie mit Schulspielen, wa? Ich weiß zwar nicht warum, aber im Endeffekt lang ich immer hier. Was ist das für Zeug auf dem Speicher? Ich bin Speicher. Ach, dem Speicher da oben, wo wir eben waren. Ja, keine Ahnung. Das war hier gibt's nichts mehr Scheiß. Für uns. Ach, hier gibt's nichts mehr, sagst du, Josh? Walden, konnte ich noch nie leiden. Warum nennt ihr den eigentlich mit dem Vornamen? Das ist euer fucking Lehrer. Zeigt mal ein bisschen Respekt, ihr kleinen Plagen. Ihr kleinen rotzlevelnden Rucksackträger. Lass uns diesen Idioten suchen, bevor es dunkel wird. Mir wird kalt. Dir wird kalt? Dokumente über den Bau einer Schule, was? Also das habe ich bei den Hinweisen hier. Ich wollte eigentlich nur zur Karte. Danke. Ich muss irgendwie... Wie komme ich denn da rein? Ich komme, glaube ich, nur dort rein. Beim Speisesaal, oder? Oder komme ich auch in ein Schülerwohnheim? Aber ich muss ja vom Speisesaal durch die Krankenstation zum Friedman.
Nee. Wie soll ich denn da reinkommen? Versuchen wir es einfach mal. Versuchen wir erstmal hier hin. So. Und dann laufen wir einfach mal hier weiter. Und hier müsste dann ja eigentlich... Noch ein bisschen weiter. Hier. Sehr schön. Wenn ich jetzt richtig gewesen bin, geistig, müsste ich jetzt im Klassenzimmer sein, wo der Friedmann sein soll. Was ist bloß los in dieser Schule? Ehrlich, sieht aus wie das Zimmer von meinem Bruder. Cool. Ein Baseballschläger aus Aluminium. Ich finde es übrigens immer noch interessant, wie dir das einfach nicht wundert, dass hier die ganze Zeit eigentlich schon so eine Action abgeht. So, Aluminiumschläger ist vielleicht ein bisschen besser als Holz. Gehen wir mal hier rein. Die Klassenzimmer sind allerdings wieder riesig, das heißt, Friedman finden wird nicht so einfach. Außer das ist Friedman. Nein, das ist, glaube ich, Stan. Stan, was machst du denn hier? Eminem, oh, was geht? Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Für einen Fuffi kann das jeder andere von mir auch haben. Hey, hör auf mit dem Scheiß. Und ihr, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Was? Sag mal, hast du etwa nichts gesehen? In den Fluren, die ganzen Monster. Ist voll die Hölle. Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Aber jetzt sag nicht, du hättest nichts gesehen. Ist dir denn nichts Seltsames aufgefallen? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Im Ernst, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt und musste auf die Krankenstation. Wir sitzen fest. Wir müssen Friedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht. Diese Lippensynchronität ist einfach ein Traum. Was ich mich gerade frage... Soll ich nicht mitkommen? Wir wechseln mal auf Shannon. Und jetzt kann ich ihm doch, glaube ich, eine Waffe geben, oder? Kann ich ihm meine Waffe geben? Nimm meine Waffe. Ich will die nicht mehr. Kann ich die fallen lassen eventuell? Geben. Okay, Moment. Geben. Hast du die jetzt? Ach, jetzt habe ich die. So. Nehmen wir erstmal ihn okay, mit. Okay, ich folge dir. So, wir haben mal Stan mitgenommen. Weißt du, bisschen Männerpower. Die dumme Shen stand mir nur im Weg rum. Jetzt nehmen wir dann einfach mal hier die Metallstange und geben sie ihm. So. Weißt du, unter Brüdern brüderlich aufgeteilt. Weißt du, Stan, so geht das hier. Drücke P, das machen wir doch gerade, denn dann haben wir Informationen über Stan. Stanley Jones ist ganz schön alt. Und glänzt mehr durch sein häufiges unentschuldigtes Fehlen als durch seine Leistung, obwohl er zweifelsohne sehr fähig ist. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich glaube, so oder so ähnlich stand das in meinem Zeugnis auch schon immer drin. Er riskiert zum dritten Mal sitzen zu bleiben. Nein, das stand bei mir nicht drin. Wirklich schade. Drücke die Taste besondere Begabung, um das Schloss schnell zu knacken. Oh, ein Schlossknacker. Ich mag ihn schon sehr gerne, muss ich sagen. Wenn das so funktioniert. Schauspielerische Begabung. Wir haben bemerkt, dass Stan anfällige Schlösser ausfindig machen kann und sehr schnell knacken kann. Was das jetzt mit Schauspielern zu tun hat, das darf man mich nicht fragen, aber es hat bestimmt irgendeinen Grund. Gibt's denn noch was? Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Da hinten blitzt was auf. Ich habe ein paar Becher genommen. Na dann, das ist doch super. Immer noch ein. Ich habe 3 paar Becher genommen. Müsste reichen. Für was eigentlich? Wow. Ist er eben gerade in den Mülleimer rumgefetzt? Jo, ich kann alles kaputt machen. Der Computer ist kaputt. Ja, wenn du den so auf den Boden schmeißt, wird das in der Regel auch passieren. Ist übrigens hier nicht mal deine... Wir können aber immer noch ein paar Becher nehmen, wenn wir wollen. Hier ist noch was zu erledigen. Deswegen, also wundert mich gerade. Ich will nicht durch die Tür gehen eigentlich. Es ist übrigens bis jetzt eher ein Adventure als wirklich ein großartiges Horrorspiel. Aber wir sind auch noch relativ früh im Spiel drin, ne? So. Das Schloss kriege ich mit links auf. Ja, dann hau rein, Stan. Geile Scheiße. Ich liebe Stan. Geil! Seltsames Verschwinden. Die Leafmore High School steht wieder mal im Mittelpunkt der Diskussion. Montagnacht verschwand Greg Anderson, ein Schüler im 2. Highschool-Jahr. Nach dem Unterricht bemerkten seine Freunde im Schülerwohnheim seine Abwesenheit. Er klagte über Unwohlsein und begab sich zur Krankenstation. Dort wurde er zum letzten Mal gesehen. Was? Moment, Dan? Oh. Ich weiß, was mit Dan passiert ist. Der gute alte Krebsmensch. Ja, den hat's leider gerafft im Leben.
Interessant. Das war also quasi der erste Todesfall. Der gute Freund, der mit Kenny zusammen gestorben ist. Oder nicht, ich habe keine Ahnung. Kann ja sein, dass er noch lebt. Wir werden es nicht erfahren. Vielleicht allerdings schon, da bin ich mir nicht so sicher. Meiner Meinung nach ist dieser Verteiler nicht mehr funktionstüchtig. Na, dann haben wir natürlich eine solide Begründung, ihn kaputt zu schlagen. Oh! Wieso kannst du dich eigentlich mit einem Energy Drink erholen? Das ist eine sehr zweifelsfreie Logik. Unsere Schule hat 3 Jahre in Folge das Schulbasketballturnier gewonnen. Grund mehr dazu, alles hier kaputt zu machen. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Dann hauen wir doch einfach alles kaputt, wenn du das sagst. Was ist da? Eine Karte. Das ist auch sehr schön. Wir haben eine Karte, glaube ich, hier dieses Klassenzimmers. Genau, wir sind im Erdgeschoss und wir können noch in die erste Etage. Ja, wir können uns auf jeden Fall gleich mal in den ganzen Klassenzimmern umschauen. Das ist immer eine sehr solide Idee. Ein Lehrer hat vergessen, seinen Spind zu schließen. Ja, dann guck doch mal rein. Oh. Das klingt nicht gesund. Naja. Was haben wir hier? Das nennen sie Trinkwasser, ja. Ich glaube nicht mehr, dass man das Trinkwasser nennen kann. Holen wir uns mal einen Energy Drink raus. Scheint ja alles egal zu sein. Und gehen wir hier... Das Schloss ist ein Kinderspiel. ...aufs Männerklo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh Gott, ey. Das hat mich jetzt sogar tatsächlich erschreckt. Hier gibt's nichts mehr für uns. Schlag! Schlag! Hey, bleib cool. Stan, ich wollte dich doch nicht schlagen. Das tut mir leid. Das tut mir so leid, Stan. Das tut mir so leid. Ich nehme auch mal einen Energy Drink. Gut. Das Schloss kriege ich mit links auf. Gehen wir mal wieder rein. Jetzt, wo nachdem das funktionieren sollte. Cool, ich habe das Schloss geknackt. Ja, dann rein da! Was erwartet mich in diesem wunderschönen Kleinod? Hier sieht man nicht mal die Hand vor Augen. Der männlichen Freude. Das hier ist echt entsetzlich. Wer würde freiwillig hingehen? Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Fucking Josh, ey. Ein Besen und ein paar Reinigungsmittel. Hier wurde nur selten davon Gebrauch gemacht. Das ist korrekt. Wobei ich ehrlich gesagt nicht mal sehe, wie dreckig das hier ist. Oh, Josh. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja, wo denn? Wo soll denn hier noch was sein? Was laberst du, Josh? Was laberst du? Vielleicht hier? Waschbecken? Nee? Tja, Josh, dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Vielleicht brauche ich auch erst eine Taschenlampe und muss mich dann hier nochmal umsehen. Das ist bei solchen Spielen ja oftmals der Fall. Hier ist noch was, ich weiß das. Ich gehe erstmal raus. Hat ja jetzt für den Moment keinen Sinn. Deswegen. Scheiß drauf. Wo? Wo bist du, hey? Dreckiges Vieh. Komm einfach raus, ey. Vor dir habe ich nicht so viel Angst, außer davon, dass du ganz schön viel Schaden machst. Und das hier sieht natürlich super aus. Da... Ich sollte aufpassen, wann ich Enter drücke. Ansonsten passiert nämlich ständig das. Und dann machen wir hier ein bisschen Türsimulator 2013. Mit Grafik von vor 2003 oder wann das Spiel auch immer rausgekommen ist. Ja, aber keine Ahnung, was ich damit tun soll. Außer Fenster putzen. Ja, Fenster putzen ist doch schon mal die Idee. Jetzt wird's ernst. Oh! Okay, wir haben einfach eine Waffe gefunden. Eine alte Pistole. Im Magazin sind 15 9mm Kugeln. Das ist super cool. Halte die E-Taste gedrückt und verwende die Richtungstasten. Achso, ja. Ja, schon klar. Das heißt, ich könnte jetzt hier quasi mir eine Pistole nehmen. Jo. So. Ich muss jetzt nicht wirklich feuern, oder? Das erwartest du doch jetzt nicht von mir, Spiel, oder? Okay, dann mache ich es halt. Zielwechsel über Ruck. Ziel aktivieren über Umschalt und Ruck. Okay. Okay, sehr gut. XX Munition im Magazin. Munition. Ja, okay, gut. Wo sehe ich das? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier ins Inventar gehe. 14, 15, okay, sehr schön. Kann ich die auch nachladen? Jawohl, sehr schön. Es geht dabei nichts verloren. Gut, wir haben eine Knarre, weil wir nämlich eine Knarre haben. Machen wir jetzt erstmal Folgendes. Ich nehme einmal hier das Duct Tape, das Klebeband. Würde gerne die Flashlight, ach, die habe ich noch gar nicht im Inventar. Gut, ich möchte aber eigentlich gar nicht die Knarre haben. Ich habe zwar 30 Schuss, aber ich bin damit immer sehr geizig in solchen Spielen. Cool, fast wie neu, ja, wenn du das sagst. Dann nehmen wir hier Lampe kombinieren mit Knarre und schon haben wir hier wieder die Mass Effect Standard Gun. Und gleich auch ziemlich sicher jemanden, den wir damit umbringen müssen, wenn das so weitergeht. Er zielt immer dahin. Zielt er auf die Porträts? Ja, keine Ahnung. Egal, ist auch Latte. Ich möchte ja eigentlich, wie gesagt, auch nicht wirklich großartig jetzt damit umgehen.
Wenn ich natürlich gleich mal... Jetzt kann ich gleich ins Bad eigentlich wieder reingehen. Hier gibt es wirklich alles. Okay, die Geräusche sind gerade echt fies. Also echt fies. Wer mal die auch eingespielt hat, geht mir gerade ordentlich auf den Sack. Aber Respekt für diese Sounduntermalung. Das hat Amnesia auch nicht so viel besser gemacht. Wir nehmen uns einfach mal hier gerade die blöde alte Pistole. Warum die auch immer da rumliegt einfach. Und jetzt können wir hier, glaube ich, sehen. Hier sieht man nicht mal die Hand vor Augen. Ein Medikit. Sehr schön. Das ist doch super. Hier gibt's nichts mehr für uns. Und jetzt gibt's uns, für uns auch nichts mehr zu holen. Gut, aber immerhin haben wir ein Medikit gefunden. Das ist doch praktisch. Das ist doch sogar sehr praktisch. Können wir uns, glaube ich, sogar noch mehr Energy Drinks holen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Mach ich doch gleich mal. Zack. Ein Getränkeautomat. Peng. Okay. Komm, hol dir was raus. Wenn wir etwas Trinkbares wollen, müssen wir dafür bezahlen. Warum? Ich schlag doch schon die ganze Zeit die Dinger kaputt. Was laberst du, Josh? Was laberst du? Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht, ne? Gehen wir einfach mal rein. Shannon wüsste jetzt genau, was zu tun ist. Ja. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Wo gehen wir denn gerade hin? Ich glaube, wir gingen gerade in den zweiten Stock, wa? Wo wir im Erdgeschoss noch nicht mal alles durch haben. Ja, ist egal, ey. Ich gehe einfach mal durch. Vielleicht findet sich ja hier das ein oder andere Interessante. Zum Beispiel Klebeband Neues. Das ist schon mal interessant. Eine völlig verrüstete Kette versperrt diese Tür. Wie kann ich die Angelegenheit beschleunigen? So schon mal nicht. Hier gibt es keine Schlösser zu knacken. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren, aber... Gott, was ist das für ein ekelhaftes Geräusch. Aber, nehmen es an. Hat nicht geklappt, okay. Schade eigentlich. Ich dachte, wir könnten die Kette einfach aufschließen. Aber das ist anscheinend nicht der Fall gewesen. Hm. Habe ich denn sonst irgendwas dabei? Draht? Nein. Okay. Beruhig dich, Spiel. Erste Hilfe, Pappbecher. Ich glaube, mit dem Pappbecher können wir ja weniger anfangen. Naja, dann lassen wir die ganzen Scheiß. Aber was ist das für Geräusche? Beruhigt euch mal, wer immer da auch hier den Stress macht. Ich will mich erstmal hier umsehen. Habe ich eigentlich noch eine CD gehabt? Ich glaube schon, ne? Das wäre sehr schön, weil so lange möchte ich dann gerade auch nicht mehr machen. Die Tür muss von innen verschlossen sein. Wow. What the fuck is this shit? Ich bin weg. Ja, ich bin auch weg, du. Hier gibt's nichts mehr für uns. Oh mein Gott, was ist das? Schuss? Schuss? Stimmt doch. Oh Gott. Ich habe ihm irgendwas abgeballert. Komm mal drauf. Josh, mach doch auch mal was. Die riesige Faust Gottes will uns umbringen. Okay, er ist tot. What the fuck is this shit, ey? Sieht ja wundervoll aus. Naja, gut, dass wir das jetzt getriggert haben, auf jeden Fall. Sehr interessant. Dann wechsle ich doch gerade mal wieder die Waffe, weil für solche Sachen spare ich mir immer die Munition. Aus dem simplen Grund, dass man die dann immer mal braucht. Kann die dramatische Musik bitte aufhören? Ich habe genug von dramatischer Musik gerade für den Moment. Das war erstmal ein Monster Energy Drink. Sehr interessant, wie das Design damals schon... Vorhanden war. Die Flasche dreht durch. Ach, da ist ein Weg nach unten. Ja, sehr schön. Da will ich allerdings nicht wirklich hin nach unten. Da ist erstmal nochmal hier ein Duct Tape. Dann nehmen wir nochmal eine CD mit. Und dann nehmen wir eine dieser CDs. Speichern einmal. Ja, bitte einmal überschreiben. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, denn ich mache jetzt erstmal Schluss mit Spiel, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Halt echt, wieso habe ich den Namen vergessen? Was bin ich für eine? Obscure, eine obskure Sache, das ist auf jeden Fall wahr. Ich sage in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal, dass das alles durch den Renderprozess und durch die Aufnahme gut geht und ging. Und dann hoffe ich auch, dass ihr Spaß gehabt hattet. Und falls ihr euch wünscht, dass ich davon irgendwie mehr Videos mache, etc. Ich werde auch erstmal nicht weiterspielen, bis ich das Video hochgeladen habe. Dann sagt mir noch Bescheid, dann schaue ich mal, was sich das machen lässt. Am ehesten vielleicht sogar noch als Videoreihe auf High Five United, den Koop-Kanal mit Rüdiger etc. Weil hier auf Mr. Mirror läuft zu viel, was ich auch ungerne behindern möchte. Naja,
Mein Name ist Mr. Murr, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Und gehabet euch wohl. Hier gibt's nichts mehr für uns.